Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ach, komm doch! Mann, Alter! Moin Leute und willkommen zur neuen Folge von Mario Kart 8 Deluxe. Ja, heute geht es weiter. Heute fahren wir mal wieder im 150 TCM Modus. Genau, und heute mal mit einem anderen Charakter. Genau, letzte Folge haben wir den Special Cup gemacht mit Knochentrocken. Und heute fahren wir mal wieder mit einem anderen Charakter. Ich mache jetzt kurz die Augen zu und dann schauen wir mal, mit wem wir fahren. Ich gehe ganz kurz durch, ich weiß nicht wer. Bowser, okay. Ich glaube, wir haben bis jetzt einmal mit Knochen Bowser gefahren. Und jetzt halt Bowser, der normale. Okay, gut. Ein Kart, was wir noch nie gefahren sind, das sind wir auf jeden Fall noch nicht gefahren. Nehme ich einfach mal das. Ne? Reifen ja auch mal so größere. Wir haben jetzt im Allgemeinen ein sehr großes Tempo, aber dafür halt eine niedrige Beschleunigung. Und natürlich halt mit dem Bowser-Gleiter. Komm, so ist unsere Kart. Kombi. Genau, in den letzten vier Parts sind wir diese vier Cups gefahren und heute geht es weiter mit dem iCup. Da würde ich sagen, ja Leute, let's go! Genau, die erste Strecke, Yoshis Piste aus dem GameCube-Teil. Nämlich Mario Kart Double Dash. Wie gesagt, ich habe kein Mario Kart Double Dash, also ich besitze das Spiel leider nicht. Ne? Ich habe auch keine GameCube und so und ja halt... Das war halt hier mein erstes Mal, als ich diese Strecke hier gefahren bin. Und das Coole bei der Strecke ist, dass man hier jetzt rechts gerade die Karte der Strecke sieht. Und die Strecke ist einfach geformt wie Yoshi. Das ist einfach so geil. Das ist ein richtig geiles Detail. Und ey, ich bin schon so lange nicht mit einem schweren Charakter gefahren. Das ist so ein anderes Gefühl. Aber nicht unbedingt schlecht, weil ich muss sogar sagen, das fühlt sich sogar gut an. Weil man kippt gar nicht um und so. Aber der Nachteil ist halt, wenn ich getroffen werde, dann brauche ich sehr lange, um wieder auf das gleiche Tempo zu kommen wie jetzt. Ah ja genau, ich spiele wieder mit Joy-Cons. Das heißt, muss man wieder den rechten Stick nach oben halten. Aber das ist natürlich kein Problem. Weil er bremst dann ja automatisch wegen dem Joy-Con-Drift. Geil. Ja. Oh Gott, eine Bombe. Hilfe. So, okay, wir sind jetzt Zweiter, aber wir überholen jetzt Ludwig. Geh mal weg, du Sau. Oh, mit der Banane. Nein. Oh, es hat ihn noch anvisiert. Oh mein Gott, wie knapp. Ey, hätte es mich jetzt anvisiert, nur weil ich eine Sekunde vorne war. Das wäre richtiger Betrug. Ey, Mann, Alter. Was ist das für eine Verarsche? Aber gut. Auf der sicheren Seite. Ah. Scheiß aufpassen. So. Gut, wir sind Erster. Jetzt bin ich in der Wiese. Ja. Wow, war ja klar. Luigi, jetzt bist du mal da. Wo ist der Ludwig eigentlich? Ah, hab ich getroffen? Ich glaube schon. Lol. Ja, bestimmt, weil der ist jetzt so weit weg. So, jetzt kommt die dritte Runde. Gleich haben wir es geschafft. Mit dem Rennen hier. Okay. Komm bitte noch ein zweites Block-Item. Perfekt. Ich habe jetzt Angst, dass jetzt ein Blue Shell kommt, weil dann heißt es. Gegentreffer und wer weiß, was dann ist. Okay. Das können wir easy abblocken. Neues Item. Und wehe Münze, bitte Hupe. Ja, okay. Zwei Block-Items, aber leider nichts für gegen Blue Shell. Nein, 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 nein. Fahr. Scheiße, was kommt da? Bitte keine Blue Shell. Bitte keine Blue Shell. Okay, perfekt, Erster geworden. Ja, weiter so, ne? Ich hoffe, wir werden mal diese Folge viermal Erster, Mann. Das müssen wir auch mal wieder hinkriegen, Junge. Ich bin immer so schlecht. Warum, Digga? Mann, Alter. So, und dann kommt hier Excitebikes Stadion. An sich ist die Strecke, die ist halt eigentlich, an sich ist die cool, vor allem die ist richtig geil, wenn man 200 CCM fährt, dann ist sie richtig gestört. Du fliegst einfach in die Höhe. An sich ist die Strecke nichts Besonderes, aber an sich ist sie trotzdem besonders. So, einfach, das ist einfach geradeaus, danach abbiegen, sieht man ja schon auf der Map. Mit geilen Stunts und so. Oh Mann, ey. Und ja. An sich trotzdem was Cooles. Ja, Red Shell gleich am Anfang, sehr schön, wow. Geil, Mann. So, wir sind jetzt Dritter. Das bleibt doch nicht so. Wir holen die jetzt gleich alle ein. Gut, jetzt habe ich alle schon verschossen, voll unnötig.
Wo sind die Gegner? Ich sehe sie gerade nicht. Ach komm schon. Da sind die. Ah. Ich muss gleich eine Green Shell auf die werfen, warte. Schade. Oder? Oh! Geil! Doch noch getroffen. Alter, was ist hier los? Nein, ich bin im Schlamm. Junge, alle überholen mich. Was soll die Scheiße? So, ich muss jetzt die Green Shell. Okay, schade, aber ich habe noch einen Pilz. Ich schau mal, ob ich den bis ganz nach vorne noch behalte. Weil dann kann ich ihn über die Wiese ein bisschen benutzen, glaube ich. Okay, aber ich bin Erster. Aber trotzdem, hier ein bisschen so. So, hier halt bisschen paar Millisekunden abkürzen. Ne? Oh, ja, wow. Okay. Block-Item. Ja, okay, brauche ich sogar. Münze. Oh, das nächste. Okay, manchmal kommt es aber nie an, das ist immer so gut. Und Doppel-Item. Oh Gott. Ah! Mann! Okay, dritte Runde. Okay, Red Shell mal wieder. Aber die kommen wieder nicht an. Hä? Also ich freue mich natürlich, aber trotzdem halt. Naja, sehr komisch. Bis jetzt gab es bei mir überhaupt noch keine Blue Shell. Es gab ja nur diese Blue Shell bei Ludwig, als ich ihn eingeholt habe. In der letzten Runde bei Yoshi-Strecke. Aber ansonsten, ja. Bis jetzt auf mich noch keine Blue Shell, aber ich hoffe, das wird jetzt auch nicht passieren. Ich will jetzt einfach ins Ziel. So, perfekt. So muss es doch sein. Ja. So ist doch schön. Ach ja. So muss das sein. Jede Runde bitte. Ja. So, dann gibt's noch die Strecke Große Drachenmauer. Ah, die ist neu, ne? Achso, ja, ja, genau. Die war auch in Mario Kart 8. In Mario Kart 8 halt neu. Ne? Die letzte, die war ja von einem anderen Mario Kart. Das sind ja, wir fahren gerade diese zwei, also es gibt insgesamt diese letzten vier Cups in Mario Kart 8 Deluxe. Das waren mal auch vier DLC-Cups in Mario Kart 8. Die musstest du dafür kaufen. Und Mario Kart 8 Deluxe waren sie halt jetzt gratis natürlich. So. Das weiß ich noch ganz genau. Und auch in allgemeinen Mario Kart 8 musst du, glaube ich, sogar Charaktere kaufen und so viele. Die es in Mario Kart 8 Deluxe gratis gibt. Oh mein Gott, scheiße. Zeitverschwendung oder halt Vorsprung ein bisschen kaputt gemacht. Ja. Gut. Ach Gott, wie fahre ich denn jetzt gerade? Hilfe. Trotzdem komme ich aber mit leichten Charakteren komme ich trotzdem besser klar als mit fetten wie Bowser. Vor allem, der wird immer so schnell, er ist so langsam immer auf seine Geschwindigkeit geht er wieder. Das ist immer so langsam. Weil er eine ganz niedrige Beschleunigung hat. Und ja. Gut, zweite Runde. Ludwig ist wieder, ja, hinter unserem Arsch. Oder jetzt vor unserem Arsch. Ludwig. Oh nein. Aber wir haben Windschatten. Aber der hat uns halt nicht so viel gebracht. Oh, aber der ist auch ausgerutscht. Ah. Hä? Mario. Oh. Nein! Alter! Was ist das, Mann? Oh mein Gott, Hilfe. Ich sehe gar nichts, hallo. Wohin geht's? Wohin geht's? Ich sehe nichts. Mario, verpiss dich. Verpiss dich, ich bin Fünfter, Digga. So, jetzt wird aber abgekürzt hier. Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ach, komm doch. Mann, Alter! Ich bin Fünfter in der dritten Runde. Leck mich. Scheiße, einholen jetzt. So, weg jetzt bei euch allen. Oh mein Gott. Also Bruder, ich war mal 100 Mal besser in Mario Kart, ne? Also, ist ja schlimm. Okay. Wieder Erster. Jetzt bitte eine Hupe und so ein Block-Item. Ja, halt nur ein Block-Item, aber trotzdem immerhin. Oh, du kleiner Pisser. Ja, diese scheiß Bananenhebel. Ich hatte keine Zeit, das einzusetzen, Mann. Ja, okay. Perfekt. Ja, wieder Vierter. Ja, wow, Digga, geil. Blue Shell, Red Shell in ein paar Millisekunden. Ich konnte nicht mal die Banane drücken. Geil. Ja, Vierter ins Ziel. Dritter, Zweiter. Ja, gut, immerhin Zweiter. Alter, Hilfe.
Was ist denn los zur Zeit? Meine Fresse. Hilfe, Alter. Alter, Mann. So, und dann die letzte Strecke vom iCup, nämlich Mute City. Ich glaube, das ist auch so eine Etappenstrecke. Oder das war eine Rundenstrecke. Oder, nee, das war, glaube ich, Rundenstrecke. Auf jeden Fall, es gibt zwei solche Strecken, die ähnlich sind. Und davon gibt es eine mit Etappen und eine mit Runden. Ich glaube, das ist aber die mit Runden. Oder? Boah, ich weiß gar nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber für sehr viele Boost-Streifen hier. Ja, ich glaube, das ist die mit Runden. So, so, so. Ach, Luigi schon wieder vorne, ne? Oh Gott, ich bin so schlecht! So, diese Dinger geben Münzen. Kann sie komplett aufladen, das ist cool. Oh Gott, du kleiner, du... Ich sag's lieber nicht. Ja, ja. Ah, ha! Pech gehabt. Ja, das ist mit Runden. Okay. Komm. Na! Ah! Schade. Aber, oder? Nee, doch nicht. Okay. Naja. Oh Gott. Ja. Oh. Hilfe. Nee, also ich hoffe, also nächste Folge nehme ich mir auf jeden Fall einen leichten Charakter. Da werde ich mir dann auch einen aussuchen. Einfach jemanden, den wir noch nicht hatten. Das ist auf jeden Fall in jeder Folge. Aber, oh Gott. Mann! Einfach einen leichten. Oh, du Gott. Meine Fresse, was ist denn das? Ich komme gar nicht zurecht, Alter. Dieses Kart ist scheiße. Bowser ist zu fett. Ich kann gar nichts machen. So. Ich bin Vierter, Hilfe. So. Die fresse ich auch noch. Oder halt doch nicht. Dann halt nicht. Luigi, geh weg. So, jetzt nur noch Ludwig. Der geht mir schon auf die Nerven. Meine Fresse. Das kann doch... Oh! Mann! Nein! Ich hab gedacht, oh, ich hab gedacht, das wäre irgendwas. Ich weiß nicht, was heute los ist. Einfach schnell ins Ziel. Warum? Ich habe die Hupe einfach sofort eingelöst. Warum? Ich hab gleich eine Münze. Oh mein Gott, war das knapp. Weg hier. Einfach ins Ziel. Ich glaube, Zweiter, Erster oder Dritter. Ist mir egal. Oh Gott, das ist. Oh, es ist lächerlich. Oh mein Gott, Hilfe. Ja, okay, genau. Hol mich vielleicht doch alle ein. Komm, Windschatten. Was? Lol. Oh Gott, Hilfe. Was? Jetzt am Ende noch Erster oder was? Durch richtiges Luck, Alter. What the fuck? Genau, Leute. Das war natürlich jetzt richtig, richtig, richtiges Glück. Dass wir jetzt noch die letzte Runde Erster wurden. Das war schon richtig, richtig, richtig Glück. Ja, gut. Dann würde ich sagen, genau. Das war's mit dieser Folge von Mario Kart 8 Deluxe. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine Folgen mehr zu verpassen. Ja, wir wurden leider heute nicht viermal Erster, aber halt einmal noch Zweiter. Ey, ich hoffe, wir schaffen es dann nächste Folge, dass wir halt viermal Erster werden, weil Junge, ich glaube, wir wurden noch nicht mal einmal viermal Erster. In einem Cup, ne? In diesem Display. Gott, oh Gott, oh Gott, Hilfe. Das ist ja richtig schrecklich. Na gut, dann würde ich sagen, haut rein und ein Bye und bis zur nächsten Folge.